Das Nowruz-Fest. In vielen türkischen Ländern ist das Nowruz-Fest einer der ältesten Feierlichkeiten überhaupt. In der Türkei selbst ist dieses Fest nicht sonderlich populär. In vielen anderen türkischen Ländern, wie zum Beispiel Aserbaidschan oder Turkmenistan, ist das Nowruz-Fest das wichtigste des Jahres. Nowruz ist offizieller Feiertag im Iran, Aserbaidschan, Afghanistan, Kasachstan, Kirgisistan, außerdem teilweise und inoffiziell in Pakistan, Syrien, Turkmenistan, in der Türkei, in Usbekistan und Georgien. Auch Türkvölker wie die Uiguren, Tataren oder Türkmenen aus dem Irak feiern dieses Fest. Es findet jedes Jahr am 20. oder 21. März statt und symbolisiert den Frühlingsbeginn. Auch schon zur Zeit der Göktürken wurde ein Fest gefeiert, welches ähnlich aufgebaut war und den Anfang des Frühlings symbolisierte. Doch erst seit der Zeit der Seldschuken wird es so gefeiert, wie es auch heute getan wird. In den meisten Ländern, in denen es gefeiert wird, stellen die Menschen ein Lagerfeuer auf und springen darüber. Dieses heißt, dass alles Schlechte im letzten Jahr abgelassen wurde und die Menschen unbefleckt ins neue Jahr starten können. Kanntet ihr dieses Fest? Oder feiert ihr es selber? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass wir ein ausführliches Video darüber machen sollen, in dem wir alle Einzelheiten verdeutlichen, könnt ihr uns das gerne mitteilen. Über ein Abo und einen Daumen nach oben würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.